Also wir haben uns heute mal so ein Graphen-Lipo von Hobbyking zugelegt. Das sind die ganz neuen. Graphen soll ja sehr vielversprechend sein. 45C, 2200 mAh und 3S, das ist ja schon eine ganz schöne Menge. Verpackung könnte alleine schon den Preisunterschied rechtfertigen. Das ist ziemlich edel gemacht. Man hat hier einmal eine schöne Pappbox mit Magnetverschluss. Innen drin Anleitung, etwas Schaumstoff oben drauf. Und dann in einer dicken Schicht Schaumstoff den Akku und so eine Art Samtbeutel. Ziemlich edel gemacht das Ganze. Der Akku selber hat einen schönen gummiähnlichen Schrumpfschlauch, anstatt der üblichen Plastikschrumpfschläuche, die meiner Erfahrung nach sehr spröde sind. Sieht ganz schön schick aus das Ganze. Schwarze Stecker anstatt der üblichen gelb und weißen. Aufgeladen ist er schon und jetzt schauen wir mal, was er taugt. Wir haben hier nochmal zum Vergleich einen fast gleichwertigen Turnigy Nanotech Lipo. Dieser Lipo unterscheidet sich lediglich durch die C-Zahl und eben durch die fehlende Graphentechnologie. Er hat nur 35C anstatt 45C. Ansonsten sollte er eigentlich identisch sein. Tatsächlich unterscheiden sich diese Akkus deutlich durch die Abmessung. Die Länge und die Breite ist beinahe identisch, wie man hier sieht. Jedoch ist die Höhe doch schon erheblicher Unterschied. Sind so um die 3 bis 4 mm. Bei meinem T-Rex 450 wird das Ganze doch schon ziemlich eng. Beim Funjet und bei meiner XJ470 geht das. Hier haben wir dann einmal den T-Rex 450 Pro V2 mit Fusuno Speedrumpf. Dazu werden wir auch nochmal ein Video machen. Beim Akku musste ich zum Befestigen hier unten den Klettverschluss abmachen, genauso hier. Der Platz ist nämlich so dermaßen beschränkt, dass es einfach nicht anders gepasst hat. Ich habe 2 mm Moosgummi dran machen wollen, um vor Kratzer und so zu schützen, aber nicht mal das ging. Also der Akku passt wirklich auf den Millimeter genau. Da ist kein Platz verbleibend. Befestigen tue ich ihn jetzt mit einem Klettverschluss, der einmal außen rum geht. Das bedeutet, der Akku wird hier drangelegt, ganz nach oben geschoben. Der Klettverschluss wird rumgezogen und der andere möglichst fest daran befestigt. Das Ergebnis ist etwas Spiel, aber alles gut. Also der T-Rex ist startklar, Akku ist drin, Wind haben wir doch ordentlich heute. Laut Windfinder bis zu 14 Knoten. Ich würde eher sagen, dass es doch noch eine Ecke mehr ist. Aber wir fangen mal an zu fliegen. Drehzahl sind 3100 Umdrehungen die Minute. So, los geht's.
die Spannung betrug laut Telemetrie im Endanflug noch 3,6 Volt. Und wir abschalten. Wir unterbrechen einmal wegen einem Traktor. Also, wir sind jetzt ungefähr vor 40 Sekunden, schätze ich, gelandet. Haube ist ab. Spannung lag im Endanflug noch so bei ca. 3,6 Volt. Ich habe gerade schon mal gefühlt, die Temperatur ist nicht groß anders als bei normalen Lipos. Also sie ist minimal kälter, aber kann auch sein, dass ich mich irre. Jo. Ansonsten, Fluggefühl war hervorragend. Der Akku hat wirklich bis zum Schluss echt gut Leistung geliefert. Drehzahldrops waren kaum spürbar. Insgesamt echt top der Akku. Mal sehen, was die Langzeiterfahrung bringt. Das war jetzt gerade der allererste Flug mit diesem Akku. Ich hatte ihn vorher nur einmal geladen. Und ja. So, wieder zu Hause haben wir hier nochmal den Turnigy Graphen-Lipo. Seit den Aufnahmen vom T-Rex 450 sind inzwischen ein paar Tage vergangen und wir haben den Akku ebenfalls im Funjet Ultra mit einem AXI2814-6D Brushless Motor getestet und auch im Quadrocopter, also in der Quanum XJ470 mit Scorpion 2208. In beiden Modellen waren die Leistungen ebenfalls ganz hervorragend und wirklich bewundernswert. Dazu aber später mehr. Zumindest war es beim T-Rex 450 so, dass die Abschaltspannung ja bei 3,6 Volt lag und ich zu Hause mit meinem RoboPower Peak C8 unter einem C-Ladestrom 1713 mA in 58 Minuten und 12 Sekunden reingeladen habe. Zelldrift war nicht vorhanden, also zumindest nicht messbar vorhanden, was bei einem neuen Akku natürlich auch der Fall sein sollte. Ansonsten alles sehr lobenswert. Sehr hervorheben muss ich an dieser Stelle nochmal die Flüge mit dem Funjet. Dort hat mich der überaus geringe Lasteinbruch sehr überzeugt. Und zwar war es so, dass ich die Warnmeldung auf 3,4 Volt konfiguriert hatte und nach dem Landen die Spannung auf gerade einmal 3,6 Volt wieder anstieg. Was bedeutet, dass der Lasteinbruch ja nur gerade einmal 0,2 Volt betrug. Verglichen mit anderen Akkus, wie zum Beispiel meinen HK Eco X 2400 mA 20C, ist das ziemlich gut. Die haben nämlich einen Volteinbruch im Funjet von 0,5 Volt, was aber auch zugegebenermaßen daran liegt, dass die doch durchaus überfordert sind.